Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Formel 1 2019. So, Rennstrategie. Ja. Mexiko. Weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ist gut, ist schlecht, ist so ein Mittelding. Zwei Runden auf Fett. Strecke besser reinzukriegen. Ja,
als der Ecke bin ich, glaube ich, schon mal besser rausgekommen. Das wollte ich haben. Lebensdauer ist besser, deutlich besser als erwartet. Okay. Rundenzeit akzeptabel. Oh. Ziel ist 7. So, Weiland. Ach, weil ich die Schwierigkeit jetzt hochgestellt habe, ne? Aber in meinem Vertrag steht der 9. Ja, das Ziel ist stärker. Was? Sind denn da schon für Hundertstel drauf? Bin doch gerade über die Linie gefahren. Abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen da. Erster. Ist klar. Glaube ich weniger. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,17,2. Ist klar. Mal zum die Qualifying. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Ein Toro Rosso, Verstappen und Alexander Albon. Wenn das heutige Training auf etwas hin... Okay. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Gibt es einen Grund dafür? Sie waren im Training unheimlich schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Das ist die Abteilung nochmal. Danke für den Kommentar. Das sieht gut aus.
dem noch und dann wechseln wir wieder zu dem. Wie gesagt, Qualifying fahre ich mit dem alten Motor und Trainingssessions und mit dem neuen fahre ich einfach nur noch die Rennen. Willkommen beim Qualifying in Mexiko. Die ersten Fahrer. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwie geht das gerade ziemlich gut von der Hand, die Strecke auf einmal, bis auf die eine Ecke. Boah, Alter. Erster und zweiter Sektor habe ich dominiert. Weber ist auf dem zweiten. Was ist denn hier los? Krass ist Weber geworden, ey. Hm. Gehen wir noch mal eine Runde raus. Und ganz am Ende gehen wir noch mal raus. Den letzten Sektor richtig verkackt. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es. Ja, der letzte Sektor habe ich verschissen.
Im ersten Sektor hätte ich 200 rausgeholt. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Shit, shit, shit. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 16,1. Ja, fliegen wir raus. Ich muss jetzt direkt Vollgas geben. Ah, scheiße, ich bin zu spät raus. Ich hab's verkackt nochmal, außer dass ich mich verdrückt hab. Schon wieder. 1,27, nee, schon nicht. Das ist jetzt schon echt eine Top-Zeit rausgekommen. Die Rundenzeit ungültig, das ist mir scheißegal. Ich will einfach noch eine Runde fahren können. Dass jetzt der Rosso ganz vorne ist. Ich habe an der einen Ecke so viel verloren. Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. Alter. Der Weber ist echt krass jetzt. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Los bei ihm? Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick was er mich auf geschlagen die hat, der Startaufstellung. Weber, ein Toro Rosso und Max Verstappen. Fürs also erste die Red Bulls rocken hier die letzten Rennen, was ist auf einmal los? Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Eine erstklassige Leistung Ihres alten Formel-2-Teamkameraden im heutigen Qualifying. Wie fühlt es sich an, vorne in der Startaufstellung Ihren alten Formel-2-Teamkollegen an der Seite zu haben? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es... Kein Kommentar. Klasse, das war dann alles. Der Ruf kann ja dabei nur sinken, ey. Ich habe keinen anderen Fragen mehr. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon.
Rangliste bin ich ja weit vor ihm. Bin ich sogar auf dem dritten noch schaffen, wenn ich Vettel rumstoße. Mittlerweile sind wir echt gut. Okay. Ja, würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein.